Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Eisenbahnromantik. Heute greifen wir wieder tief in unser Archiv. Im Mittelpunkt steht der gute alte Schienenbus. Heute ist er ja weitgehend verschwunden. Wenn, dann fährt er noch als Museumsfahrzeug. Aber in den 50er Jahren war er der Retter der Nebenbahn. Und in den 90ern, da hat man ihn hier und da noch fahren sehen. Unsere Reise beginnt in Tübingen. Tübingen Hauptbahnhof. Hier am Gleis 13 fährt der Zug nach Entringen ab. Im Personenverkehr setzt die Bahn noch ausschließlich die Schienenbusse der Reihe 798 ein. Am frühen Morgen fährt zweimal eine dreiteilige Einheit, unterstützt durch eine sechsteilige Einheit zwischen Tübingen und Entringen. Am Mittag pendelt dann die sechsteilige Einheit zweimal. Dies ist das ganze Fahrplanangebot im Ammertal. Das heißt, der Zug ist in erster Linie ein Schülerexpress. Er bringt die Schüler aus dem Ammertal nach Tübingen zur Schule. Machen wir nun einen Ausflug mit dem Schienenbus in das Ammertal. Kurz nach Verlassen des Bahnsteigs biegt die Strecke noch im Bahnhofsvorfeld ab, um kurz darauf am Ende der Kurve bereits den Neckar auf der Eisenbetonbrücke zu überqueren. Anschließend verschwindet der Schienenbus im Schlossbergtunnel. Am Ausgang des Tunnels wird für einen Augenblick die Ammerkanalbrücke sichtbar, ehe der Zug die neue vierspurige Bundesstraße unterquert. Kurz darauf erscheint schon das Einfahrsignal des Bahnhofs Tübingen-West. An der östlichen Bahnhofseinfahrt, das heißt Richtung Tübingen Hauptbahnhof, liegt noch eine handbediente Schranke, die vom Fahrdienstleiter des Bahnhofs betätigt wird. Der Fahrdienstleiter ist aber auch für den Ablauf des Zugverkehrs auf der Ammertalbahn verantwortlich. Jeder Zug muss deshalb in Tübingen West halten. Er bekommt hier seinen Fahrauftrag. Kurz hinter dem Bahnhof Tübingen-West öffnet sich das Ammertal. Hier endet auch die Bebauung der Stadt Tübingen. Der Zug nähert sich langsam einer der schönsten Stellen der Ammertalbahn. Hier liegt südlich der Bahn der Ammerhof, der früher zur Versorgung der Stadt Tübingen mit Milch sogar eine eigene Haltestelle hatte. Bereits in den 20er Jahren forderte die Reichsbahn wegen mangelnder Rentabilität eine Beteiligung an den Kosten von der Stadt Tübingen. Vor dem Ammerhof überquert die Bahnlinie die Ammer mit einer Bogenbrücke. Nun ist es aber auch nicht mehr weit bis zum nächsten Halt in Unterjesingen. Unterjesingen ist ein kleines Dorf, das heute zu Tübingen gehört. Der ländliche Charakter ist aber noch überall spürbar. Die Ammertalbahn verläuft unmittelbar am Rande des Ortes hinter den Häusern in Richtung Pfäffingen. Mittlerweile kontrolliert der Zugführer die Fahrkarten. Stammkunden werden dabei mit Handschlag begrüßt. Auch dies macht den eigenen Charakter einer Nebenbahn aus. Hinter Pfäffingen durchquert die Bahn einen Einschnitt. Der markiert den Punkt, wo das Ammertal zunächst verlassen wird. Von hier aus steigt die Linie langsam nach Entringen hinauf. Ursprünglich sollte die Bahn von hier aus weiter durchs Ammertal über Reusten nach Altingen führen. Doch die einfachere Streckenführung und die größere Bedeutung von Entringen gaben wohl schließlich den Ausschlag zum Bau der heute existierenden Streckenführung. Entringen ist heute Endpunkt für die Personenzüge im Ammertal. Bis 1966 aber fuhren die Züge weiter bis Herrenberg. Dann wurde der Personenverkehr zwischen Entringen und Herrenberg eingestellt. 1973 sind die Gleise zwischen Gültstein und Herrenberg abgebaut worden. Trotzdem wurde die Strecke in diesem Abschnitt nie offiziell stillgelegt. Es gab sogar Pläne, die Strecke mit Aufnahme des S-Bahn-Verkehrs bis Herrenberg wieder in Betrieb zu nehmen. Heute fahren auf dem verbliebenen Reststück von Entringen nach Gültstein noch Güterzüge und verschiedentlich Sonderzüge. In Tübingen liegt, fast vor den Toren der Stadt, auch die Werkstatt für die Schienenbusse, das Bahnbetriebswerk, auch kurz BW genannt. Dabei wird wohl dem BW Tübingen die Rolle zufallen, sogenanntes Auslauf-BW für die Schienenbusse zu werden. Das heißt, alle nicht mehr benötigten Schienenbusse aus anderen BWs kommen nach Tübingen und werden dort noch so lange eingesetzt, bis größere Reparaturen anfallen. Dann werden die Fahrzeuge ausgemustert. Insgesamt tragen noch 14 Schienenbusse und die dazugehörigen Bei- und Steuerwagen diese Aufschrift. Aber werfen wir einen kurzen Blick in eine der Hallen des BW. Die größeren Austauschteile für Schienenbusse, wie hier Getriebe und Radsätze, liegen bereit. Gerade wird ein Schienenbusanhänger auf die Hebeböcke genommen. Ein Radsatz ist getauscht worden und die Schlosser kontrollieren ihre Arbeit noch einmal genau. Außerdem muss das Fahrzeug noch vermessen werden. Der Radsatz wird gewissenhaft überprüft, führt doch ein nicht exakter Einbau zu einem sehr großen Verschleiß. Gleichzeitig wird ein Blick auf die Scheibenbremse geworfen, damit auch alles leichtgängig ist. Bereits seit Jahren möchte die Bundesbahn die Ammertalbahn stilllegen, obwohl auf der parallel führenden Bundesstraße jeden Morgen Dutzende von Autofahrern im Stau stehen. Trotz massiver Unterstützung durch engagierte Bewohner von Tübingen und aus dem Ammertal ist es bisher zu keiner endgültigen regionalen Lösung für die Zukunft der Ammertalbahn gekommen. Dieser Zustand gipfelte darin, dass im Sommer 1993 die Züge zwischen Entringen und Pfäffingen durch die schlechte Gleislage bedingt nur noch 10 Stundenkilometer fahren durften. Durch massive Proteste, viele Schüler kamen in dieser Zeit zu spät zur Schule, wurde das Gleis schließlich hergerichtet. Mittlerweile fahren hier die Züge wieder im gewohnten Tempo. 1994 scheint sich auch eine regionale Lösung abzuzeichnen. Nach der S-Bahn-Verlängerung bis Herrenberg und der damit verbundenen Angebotsverbesserung mehren sich die Stimmen, die die früher einmal geplante Wiedereröffnung der Strecke bis nach Herrenberg fordern. Auch hat der Zweckverband mittlerweile signalisiert, einen Vertrag mit der Deutschen Bahn AG wegen der Privatisierung schließen zu wollen. Im Ammertal sind Normalschienenbusse der Reihe 798 eingesetzt. Es handelt sich um zweimotorige Fahrzeuge mit Motoren von Büssing. Sie stammen aus dem Omnibusbau und leisten 150 PS. Die Fahrzeuge wurden von MAN und der Maschinenfabrik Uerdingen zwischen 1955 und 1962 gebaut. Die Fahrzeuge sollten die Dampfpersonenzüge auf den Nebenbahnen ablösen und sie dadurch rentabler machen. Im Ammertal wurden die Dampfloks durch diese Schienenbusse ersetzt. Der kleine Bahnhof von Pfäffingen bietet jeden Morgen eine Überraschung für diese Nebenbahn. Es gibt eine Zugkreuzung zwischen zwei Triebwagen. Da der Bahnhof aber mittlerweile unbesetzt ist, aber noch komplett über die alte Technik für die Weichen verfügt, gibt es für den Zugführer des zuerst einfahrenden Zuges, fahrplanmäßig der sechsteilige Schienenbus aus Entringen, einiges zu tun. Nachdem die Tür zum Fahrdienstleiterraum mit den Weichenstellhebeln aufgeschlossen ist, können nach dem Entriegeln der Fahrstraße die Weichen für das Kreuzungsgleis umgelegt werden. Mittlerweile werden auch die Schranken für den Straßenübergang kurz vor dem Bahnhof geschlossen und die Ankunft an den Fahrdienstleiter in Tübingen-West gemeldet. Nun kann der kreuzende Zug, die dreiteilige Schienenbuseinheit aus Tübingen, in den Bahnhof einfahren. Der Zugführer notiert derweil die Zeiten mit Zugnummer im Bahnhofsbuch. Nach kurzem Aufenthalt setzt der dreiteilige Schienenbus seine Fahrt nach Entringen fort. Nun muss sich der Zugführer sputen. Die Weichen müssen in ihre Grundstellung zurückgelegt werden, die Fahrstraße muss wieder verriegelt werden und nach dem Abschließen des Dienstraumes kann die Fahrt weitergehen. Kurz vor Erreichen von Tübingen geht die Fahrt an einem weiteren markanten Gebäude vorbei, am Schusterloch, einer alten Gastwirtschaft, die oberhalb der Bahn liegt. Das Eingangssignal wird gezogen, das heißt, der Schienenbus kann in den Bahnhof Tübingen-West einfahren. Während der Schienenbus in den Bahnhof einfährt, wird der Zug vom Fahrdienstleiter an den Bahnhof Tübingen weitergemeldet. Als letzter Zug des Tages verlässt ein Schienenbus gegen 14 Uhr die Station Tübingen-West. Nach dem Öffnen der handbedienten Schranke werden die Weichen und Signale in ihre Grundstellung zurückgebracht. Nun ist Betriebsruhe bis zum nächsten Morgen. Mit der Ankunft im Tübinger Hauptbahnhof endet unser Ausflug mit dem Schienenbus auf der Ammertalbahn. Mitte der 90er Jahre gab es noch einmal einen Versuch, den Erfolg des Schienenbusses vielleicht fortsetzen zu können mit einem doppelstöckigen Fahrzeug. Im Nachhinein muss man sagen, leider ohne Erfolg. Der Schienenbus ist tot, es lebe der Schienenbus. Obwohl die Tage des VT 798 gezählt sind, ist ein Nachfolger in Sicht. Zumindest gibt es einen Prototypen, den die Deutsche Waggonbau AG in Dessau produziert hat. Doppelstöckig, in Leichtbauweise erstellt, 16 Meter lang, 4,70 Meter hoch. Er hat 90 Sitzplätze, 120 Personen können befördert werden. Er ist möglicherweise eine Alternative. Vielleicht sogar der Retter des Retters der Nebenbahnen. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir mit diesem Fahrzeug der Bahn und den Privatbahnen eine Möglichkeit in die Hand geben, den Regionalverkehr auf der Schiene kostengünstig aufs Gleis zu bringen und wieder konkurrenzfähig im Vergleich zum Bus zu werden. Der Doppelstock-Schienenbus weilte in der vergangenen Woche anlässlich der Horber Schienentage im Württembergischen. Er kam allerdings nicht aus eigener Kraft aus Dessau angefahren. Er musste geschleppt werden, weil er noch keine offizielle Betriebserlaubnis besitzt. Im Bahnhofsgelände von Horb und für unsere Kamera tat er dann doch ein paar Schritte aus eigener Kraft. Wir können bis zu 100 Stundenkilometer schnell fahren mit dem Fahrzeug und es ist vielleicht noch insbesondere zu sagen, dass wir uns an die Buskonstruktion angelehnt haben. Das heißt, wir bauen mit dem Fahrzeug sehr leicht und demzufolge haben wir sehr kurze Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten, was der Bahn sehr entgegenkommt, da wir hier energiesparend fahren können und kurze Fahrzeiten realisieren können. Vielleicht sehen wir ihn eines Tages wieder auf den Gleisen der Nebenbahnen. Auf jeden Fall eine Alternative, wie ich meine. Seit 40 Jahren ist der Schienenbus ein vertrautes Bild in der Eisenbahnlandschaft. Ich selbst bin als Schüler einige Jahre mit so einem Gefährt zur Schule gefahren. Erinnerungen, wer hat sie nicht an diese liebenswerten, brummenden, weinroten Blechkisten. Genießen Sie diese Bilder, sie sind bald Eisenbahngeschichte. Es gab nicht nur bei der Bundesbahn Schienenbusse, auch bei der Reichsbahn. Da hießen sie Ferkeltaxen. Es gab auch bei Privatbahnen Schienenbusse. Diese Einstellung hier entstand etwa vor 1,5 Jahren auf der HZL, der Hohenzollernschen Landesbahn, und sie ist nicht mehr wiederholbar. Denn auch dieser HZL-Schienenbus wurde durch moderne Triebwagen ersetzt. Ankunft in dem kleinen Ort Killer in der Nähe von Hechingen. Diese Bilder sind ebenfalls Eisenbahngeschichte, sogar im doppelten Sinne. Wir sind in Ohrnberg am Ende der Bahnlinie Jagstfeld-Ohrnberg. Dieser Schienenbus hier gehört der WEG, der Württembergischen Eisenbahngesellschaft. Im Herbst 91 sind diese Aufnahmen entstanden. Diese Fahrt durch das liebliche Kochertal ist Vergangenheit und keiner weiß, wann sich hier jemals Räder wieder drehen werden. Verkehrspolitisch ist einiges schiefgelaufen. Vielleicht ist noch was zu retten, aber die Sterne stehen nicht günstig. Diese Bahn fährt nicht mehr, die Strecke ist stillgelegt. Zum Glück sind die Gleise noch nicht herausgerissen worden, aber auch da ist alles möglich. Einige Gemeinden an der Strecke würden gern die bestehende Straße erweitern und dafür käme das Bahngelände gerade recht. Ich persönlich würde es begrüßen, wenn die Schienenbusse wieder fahren würden, aber da gibt es augenscheinlich einige technische Probleme und nicht nur diese. Es gibt aber auch eine Zukunftsvision der Verkehrsbetriebe Karlsruhe. Ein Konzept, bei dem die Straßenbahnen, die Stadtbahnen weit in die Region hinausfahren sollen. Und die Region, sie geht über Eppingen, Heilbronn, ins Hohenlohe hinein. Und auch die Kochertalbahn zwischen Ohrnberg und Jagstfeld soll darin eingebunden sein. Vielleicht gibt es einen Hoffnungsschimmer. Keinen Hoffnungsschimmer dagegen gibt es mehr beim Rübentransport. Der ist schon 1994 auf die Straße verlegt worden. Umwelt- und verkehrspolitisch äußerst fragwürdig. Der Lkw-Verkehr in dieser Gegend hat sprunghaft zugenommen. So, wir verlassen jetzt die verlassene Bahn im Kochertal und sagen auch Tschüss zu den Schienenbussen, den Rettern der Nebenbahnen. In absehbarer Zeit werden sie ganz aus dem Verkehrsbild verschwunden sein. Tschüss. Einige werden sicherlich als Museumsfahrzeuge überleben. Zumindest ein ganz kleiner Trost. Das, liebe Zuschauer, war Eisenbahnromantik aus dem Jahr 1994. Ich verabschiede mich von Ihnen. Machen Sie es gut. Bis denn und tschüss.